Stelle. Verdammte Bauern. Das ist doch Wucher. So viel zu tun. So kaufe ich mir doch mal hier diesen Bogen. Und anscheinend hat der Gerber heute mehr Geld bei sich und ich kann ihm etwas verkaufen. Ha, das kann meine Taschen etwas füllen. Ja, der Bogen ist gut in der Hand, er ist gut ausbalanciert. Nicht schlecht. Hier irgendwo soll doch die Höhle sein, von der mir die Frau beschrieben hat. Doch wo genau? Verdammt. Sie sagte, ich soll an einem Wasserfall über eine Brücke. Das ist schon. Und dann mich rechts halten. Ja, rechts halten ist gut. Das kann überall sein. Vielleicht hier rauf? Ah, ja nicht. Huh! Verdammte Ratten! Verdammtes Käferbrot! Sind nicht auszumachen. Da drüben ist ein Haus. Und Wölfe, natürlich. Wieder Wölfe. Die Frage ist jetzt, weiter hier runter. Dass es hier schon war irgendwo. Oder weiter den Weg entlang. Ja, hier ist die Brücke. Ja, aber ich sollte ja über die Brücke drüber. Moment, wo bin ich jetzt? Oh, das ist ja eine Riesenskiefer. Wow. Sollte hier das Schönheitselixier sein? Na denn. Auf, du Ratte. So, mal der Ratte die Haut abgezogen. Was ist das hier? Eine alte Ruine, wie es scheint. Hier geht's hinunter. Könnte man natürlich mal erkunden. Ja. Na dann. Ob hier dieses Schönheitselixier ist? Was hier? Oder was weiter? Aber sie sagte, ich sollte mich rechts halten. Ich habe die Orientierung verloren. Boah, dunkel. Dunkel ist es. Ah!
dieser Viecher. Sie kommen aus dem Nichts. Eher hier rüber? Oder die andere Seite? Nein, hier ist eine Sackgasse, wie es scheint. Diese fettgefressenen Skiver. Magietrank. Das Fieber steigt. Moment, kann ich hier vielleicht was einnehmen von meinen Tränken, mal in meinen Rucksack schauen. Ja, so ist besser. Dieses Magiefieber oder was das ist, es breitet sich schnell aus. Diese Ratten sind nicht ohne. Nun denn, weiter. Ja, ihr habt mir meinen Hunger, meinen ersten Hunger gestillt. So eklig, wie ihr auch seid. Die sind schon ansehnlicher. Nun denn, weiter geht's. Nach einem Elixier sollte ich ausschauen. Banditen. Hallo? Banditen. Hier sind Banditen. Vielleicht haben sie dieses Elixier. Moment. Ein Genesungstrank. Oh.
Was haben wir hier? Was haben wir hier? Nicht viel, es scheint. Ein Seelenstein, warum nicht? Eine Axt. Wieder ein Eisenharnisch. Ja, den kann ich noch mitschleppen. Ah, und ein paar Goldstücke. Aber nicht dieses Schönheitselixier. Verdammt. Na denn, weiter. Ein Steinbrocken vor dieser Tür. Aber hier geht's auch weiter. Ich merke, dass ich sie verbrauche. Alles um mich herum ist verschwimmt. Jetzt, es wird wieder klarer, besser. Boah. Puh. Das war schon alles? Mehr habt ihr nicht drauf? Nein! Nein! Er muss feige gewesen sein. Er muss doch etwas feige gewesen sein, hat sich hier versteckt mit seinem Bogen. Puh. Ein Buch. Eine Holzschüssel. Oh, ein Apfel. Nehme ich mit. Pfeile, gerne. Scheinen sie gelesen zu haben hier. Ansonsten weiter nichts dabei. Und du, mein Freund? Ein weiterer Dietrich, gut. Ein Eisenhelm. Mag ich gar nicht. Ein Bogen, aber naja. Einen kann ich noch mitnehmen. Der Harnische ist zu schwer. Ich schlepp schon einen mit mir rum. Gut. Den kann ich zu Geld machen hier. Hier sind Teppiche. Nun denn, weiter geht's. Weiter geht's. Da ist sein Pfeil eingeschlagen. So, weiter. Aber immer noch nicht dieser Schönheitstrank. Wenn die beiden...
natürlich auf mich eingeschlagen hätten zur gleichen Zeit. Ich glaube, das wäre mein Tod gewesen. Ich bin mir beinahe sicher. Verdammt. Was ist das? Der Schatten. Auf ihn! Was auf ihn? Auf. Upsa! Na komm her, Junge. Da ist noch einer! Ihr meint es ernst, was? Na schön. Da ist noch einer! Hier rein. Ein Trank schlürfen. Hurensohn, Elender, das wirst du bereuen. Den hab ich. War das noch einer? Ich habe Schritte hinter mir gehört. Er ist tot. Oh, es ist dunkel. Ich könnte wetten, dass hier noch einer rumschleicht. Aber wo? Nein. Habe ich mich geirrt? Habe ich mich tatsächlich geirrt? Ich hätte schwören können, dass noch jemand hinter mir ist. Anscheinend doch nicht. Na gut, umso besser. Umso besser. So, dann schaue ich mal. Dann schaue ich mal zu dir, du Strauchdieb. Ein weiterer Dietrich, sehr schön. Und mehr kann ich nicht mitnehmen. Na gut. Na gut. Ich hätte echt schwören können, dass jemand hinter mir, obwohl in dieser Angstsituation, da bildet man sich einiges ein. Hier ist nichts drin. Wein. Moment, den Kürbis nehme ich mal mit. Und den Wein auch. Der Becher sieht nicht sehr wertvoll aus. Hier könnte ich mir was kochen. Warum nicht? Tja, nichts. Ich habe irgendwie nichts Anständiges bei mir. Moment, die Robe nehme ich mir mit. Sie leuchtet magisch. Vielleicht ist sie was wert. Könnte ja sein. Könnte ja durchaus sein. Und der Helm? Der Helm? Der ist nicht so schlecht. Der Helm ist nicht so schlecht. Na denn, weiter geht's. Was haben wir noch hier? Nicht viel. Was ist das? Nee, da, hier ist noch eine. Hier ist noch eine Tür. Mal schauen, was sich dahinter verbirgt.
du! Hinleuchtendes Gesicht. Es kommt mir bekannt vor. Genau, Moment. Genau wie auf dem Steckbrief. Das ist er, Redrick. Ha! Nun gut. Eine Belohnung, warum nicht? Die kommt mir wie gelegen. Denn ein bisschen Gold brauche ich. Oh, ein Edelstein, ein Amethyst. Sehr schön. Der ist was wert. Ein Schwert. Ansonsten die schwere Rüstung. Ich kann sie nicht mitnehmen. Ansonsten hat der nichts dabei. Gibt's hier noch eine Truhe oder was? Sein Strauchtieb. Der muss doch irgendetwas bei sich gehabt haben. Ha. Na, mal schauen. Mal in sein Zimmer hineinschauen. Ein Brot? Gerne. Sieht schon lecker aus, ihr Brot. Was hat er hier? Oh, Lederhandschuhe. Magisch versetzt, die ziehe ich an. Eindeutig. So, was haben wir hier im Rucksack? Ausdauertrank, gerne. Eisenerz. Und Fackeln. Zwei an der Zahl. Ah, hier, eine Truhe. Nicht viel drin. Ein paar Fackeln und... Dafür eine so große Truhe und sein Seelenstein. Ansonsten hat dieser Habe nichts. Nichts. Nun gut, der Amethyst. Er scheint ja wirklich etwas wert zu sein, aber anscheinend hat er alles ausgegeben. Ansonsten hat er nichts. Na gut, das war's. Tja, dann wieder raus.